Guten Tag, Leute. Heute melde ich mich ein bisschen später. Wir haben bis jetzt noch nicht viel erlebt. Wir haben wieder mal alles in Ordnung gebracht. Ich kann es euch mal kurz zeigen. Ihr wisst ja noch von den ersten paar Tagen. Hier unser ganzer Stuff. Wir lagen wieder kreuz und quer verstreut überall. Haben jetzt wieder einigermaßen nach Themen geordnet. Wir haben es jetzt gerade alle fertig gemacht. Wir fahren jetzt nach Salzburg und dann schauen wir uns die Altstadt an. Und dann später am Nachmittag gehen wir noch Paintball spielen. Da freue ich mich auch schon mega. Dann habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Ich denke, heute ist auf jeden Fall wieder ein bisschen ein ereignisreicherer Tag. Kommt mit. Salzburg. Wir haben jetzt einen Parkplatz gefunden, sehr zentral, aber sehr teuer. Da zahlst du 10 Euro für 4 Stunden Park. Aber er ist halt komplett im Zentrum. Ne? Also man sieht es nicht, aber hierauf, da geht es zur Burg und so weiter. Also wir gehen jetzt wahrscheinlich Fußweg, 5 Minuten und sind im Zentrum der Stadt. Deswegen, wir haben jetzt einfach gesagt, komm, park mal einfach rein. Alter, ich war noch nie in Salzburg und ich finde es gerade so geil. Es ist richtig schön. Einfach die Stadt und so, das ist echt cool. Schade, dass wir heute nur so wenig Zeit haben. Heute machen wir mal ein bisschen was. Wir gehen vielleicht wo essen, dass wir einfach mal da waren und ein bisschen was gesehen haben. Dann müssen wir weiter zum Paintball. Den Mirabellgärten. Die sehen eigentlich ziemlich schön aus. Die sehen aber viel kleiner, als ich es mir eigentlich vorgestellt habe, ehrlich gesagt. Aber ja, ist ganz schön. Ein bisschen Parkanlagen ist das. Das dürfte vormals so ein Mauttor tatsächlich gewesen sein, weil hier hat man wahrscheinlich eine Mauer runter bis zum Fluss. Und hier, der in die Stadt rein wollte, musste. What the fuck? Als ob dieser Bus hier gerade durchfährt. Na fuck! What the fuck? Lol, Alter. Schau dir das an. Krass! Krasser Scheiß. 20 Minuten später. Und hier kommt er wieder raus, der Bus. Yeah.
Dankeschön. Dankeschön. Saftig-knaftig, würde ich sagen. Jo, wir sind ja hier im Sternbräu und dieses Sternbier ist ziemlich lecker. Also ich kann allen nur empfehlen, wenn ihr mal in Salzburg seid, gönnt euch Sternbräu. So, wir haben jetzt richtig gut gespeist. Wir sind jetzt hier in der Getreidegasse, die sich vor allem auszeichnet durch ihre Geschäfte, die alle so auf mittelalterlich angelehnt sind. Und wir kommen jetzt auch beim Geburtshaus von Mozart vorbei. So, da sind wir gerade beim fanciesten Spa überhaupt. Natürlich in Mozarts Geburtshaus. Dreh nochmal von vorne. Ist ja nicht so spektakulär. Ist einfach ein normales Haus. Ja, gut. Und hier natürlich äußerst exquisite Luxusläden. Hier am Domplatz, hier ist der große Dom, wunderschöner Barockdom, aber wir sind gerade ums ganze Gebäude rumgegangen, da gibt es keinen Eingang. Ich habe keine Ahnung, es ist eventuell hier oder ist irgendwie so baustellenmäßig versperrt, liegt vielleicht an den Festspielen, weil hier ist auch eine Bühne, deswegen es kann sein, dass der Eingang jetzt generell wegen den Festspielen gesperrt ist. Wir müssen jetzt in 10 Minuten losgehen zum Paintball, wir haben dort einen Termin reserviert. Salzburg ist geil, ich hoffe, ich habe euch auch ein paar Eindrücke davon zeigen können. Wir sehen uns dann beim Paintball wieder, Leute, bis gleich. Paintball Salzburg Booth kommen. Schaut schon mal geil aus, wir gehen jetzt rein. Ich bin in Montur. Yeah. Jetzt bin ich absolut ausgerüstet. Der Seawarp ist im Einsatz in Tschernobyl am Start hier. Jetzt habe ich ordentlich gefräsen auf die einzige nackte Körperstelle. Genau hier ist einer her. Jo, das ist übrigens meine Maske. Hat gut geklappt, Alter. Holy shit. So, wir sind fertig. 2 Stunden gespielt. Meine Knie. Ja, Schuhe auch hart am Arsch.
Alles voll mit Farbe, aber es war mega geil, Leute, es war mega geil. Jetzt umziehen und dann geht's wieder zurück auf den Campingplatz. Okay, der am Hals ist gar nicht mal so schlecht. Hier habe ich drei kassiert. Aber ansonsten bin ich relativ unverletzt geblieben soweit. Wir sind jetzt wieder am Campingplatz, wie ihr sehen könnt. Wir gehen eine Runde Volleyball spielen. Und heute Abend gibt es nur Suppe, weil wir eigentlich kein Essen mehr haben. Und jetzt auch nichts mehr eingekauft haben, weil jetzt ist Samstagabend. Wir waren jetzt bei zwei Tankstellen, haben dort alle Brötchen aufgekauft, die es noch gab. So, endlich ist der Volleyballplatz frei für uns. Es ist kurz vor 9 oder so. Passt. Ich befinde mich gerade hier unter der einzigen Lichtquelle hier im Pavillon. Ich trinke noch einen Schluck Wasser und dann gehe ich schlafen. Ich wollte nur kurz gute Nacht sagen. Morgen gehen wir wandern wieder. Ich bin schon sehr gespannt. Ich wünsche euch eine gute Nacht, Leute. Ciao.